ich war 13 Jahre alt, Schüler der 8. Klasse in Spandau und mittendrin in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich bin in Starken aufgewachsen, also einem Ortsteil in Spandau, der durch die Mauer auch getrennt war. Weststarken lag im Osten in der DDR, Oststarken lag im Westen in West-Berlin. Und ich bin im Westteil aufgewachsen, im Schatten der Mauer, keine 2 Kilometer weiter weg von zu Hause. Und die Welt war für mich zu Ende, da war nämlich die Mauer und es begann die DDR. Ja, für mich war die Welt an der Mauer relativ schnell zu Ende. Als kleiner Junge, kann ich mich erinnern, habe ich auf einer Straße gespielt, die heute eine Durchgangsstraße ist. Da fuhr kein Auto, weil es eben nicht mehr weiterging. Und damit bin ich aufgewachsen. Es war für mich sozusagen deswegen auch gar nicht verwunderlich, dass da die Welt zu Ende war und dass vor jedem Sommerurlaub man sich erstmal in Dreilinden oder an der Heerstraße in Starken mit dem Auto anstellen musste und lange warten musste, bis man losfahren wollte. Ich saß in meinem Kinderzimmer, in meinem Jugendzimmer und sollte Hausaufgaben machen. Aber ich hatte eine tolle neue Errungenschaft. Seit dem letzten Weihnachten hatte ich einen eigenen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und ich habe mich dazu entschieden, den Fernseher heimlich anzumachen und nicht Hausaufgaben zu machen. Und stellte dann fest, am frühen Abend, dass Günter Schabowski die magischen Worte sprach und die Nachrichten sich überschlugen. Und ich musste für mich entscheiden, beichte ich jetzt meinen Eltern, ich hätte Hausaufgaben machen sollen, habe ich aber nicht und habe da was gehört. Oder tue ich so, als ob ich Hausaufgaben mache. Am Ende habe ich mich dafür entschieden, ins Wohnzimmer zu gehen und das, was ich im Fernsehen gesehen habe, zu erzählen. Meine Eltern haben es mir erstmal nicht geglaubt, aber der Tag endete dann durchs gemeinsame Fernsehen im Wohnzimmer. Ich habe an der Reaktion meiner Eltern gemerkt, dass es eine unglaubliche historische Nachricht war. Wie gesagt, als Jugendlicher konnte man das gar nicht richtig einordnen. Es war pure Freude im Haus und ganz viel Aufgeregtheit, Interesse. Und dann lief der Fernseher den Abend über, weil man das natürlich mitbekommen wollte. Stimmt das wirklich? Was passiert jetzt am Brandenburger Tor? Die ganzen SFB-Journalisten, die dann berichtet haben, bis hin zu den Tagesthemen, die ich dann sehen durfte. Also das war schon ein ganz besonderer Moment. Und ich habe nach und nach für mich gemerkt, da ist etwas passiert, was einmalig, was historisch ist. Na, am nächsten Tag ging es dann weiter mit der Schule, ohne Hausaufgaben zwar, aber ich bin zur Schule gefahren und es war wahnsinnig viel Betrieb auf den Straßen, das weiß ich noch. Überall wuselten auch schon früh morgens die Menschen rum und als wir zur Schule kamen, stand ein Trabi vor der Schule in West-Berlin. Und wir hatten mit meinen Klassenkameraden aus der 8. Klasse dann gesagt, lasst uns mal einen 5-Mark-Schein um den Scheibenwischer des Trabis wickeln und so eine Art kleines Begrüßungsgeschenk machen. Und zu unserer großen Überraschung, der 5-Mark-Schein war auch noch da, als die Schule zu Ende war. Also es war eine ganz tolle Stimmung in der Stadt und jeder hat dem anderen was gegönnt und hat sich einfach gefreut, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und ja, ich habe dann auch immer auf den Trabi geklopft. Ein erstes Osterlebnis. Na, ich entsinne mich tatsächlich an diesen Trabi, der vor der Schule stand. Ich entsinne mich daran, dass wir zur Heerstraße gefahren sind, an den Grenzübergang. Und dort auch die Ankömmlinge sozusagen aus dem Ostteil der Stadt oder vielmehr aus der DDR, aus dem Kreis Nauen begrüßt haben. Ich erinnere mich daran, dass wir auf einmal nicht mehr in BVG-Bussen zur Schule gefahren sind, sondern dass Reisebusse aus Westdeutschland kamen, um diese Massen an Menschen zu transportieren. Mein erstes Osterlebnis war höchstwahrscheinlich aber das erste Mal der Trabi in West-Berlin vor dem Schultor. Ich glaube, dass diese Teilung Berlins und in meinem Fall auch die Teilung des Ortsteils, in dem ich lebe und den ich heute hier im Abgeordnetenhaus vertreten darf, dass diese Teilung der Stadt und die Teilung des Landes eine klaffende Wunde geblieben wäre. Es wäre eben nicht eins gewesen und irgendetwas hätte gefehlt. Ich glaube, das hat man in den Wochen, Monaten und dann auch Jahren nach dem Mauerfall gemerkt, dass ganz viel Offenheit entstanden ist, ganz viel Freiheit entstanden ist, das Berliner Lebensgefühl entstanden ist. Und das alles hätte gefehlt, hätte es den Mauerfall nicht gegeben. Und ich ganz persönlich hätte auch meine Frau nicht kennengelernt. Die kommt nämlich aus dem Ostteil der Stadt und wir hätten uns mit einer Mauer quer durch die Stadt nie kennengelernt.
Der Mauerfall war ein Glücksfall für unser Land, für Berlin. Und der Anfang davon, dass es ein Zeitalter des friedlichen und freiheitlichen Zusammenlebens gibt. Ich bin sehr froh, dass ich im Westteil Berlins in Frieden und Freiheit aufwachsen durfte. Ich freue mich, dass mein Sohn und diese Generation das jetzt in ganz Deutschland darf. Also der Mauerfall hat Frieden, Freiheit für die gesamte Bundesrepublik gebracht. Ein Tag der Freude war der Mauerfall und die Zeit danach war auch eine Zeit der Freude.